oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android App, der App Firefox Preview Beta. Erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher, Größe variiert je nach Gerät, aktuelle Versionsnummer 1.4.1 und bei 6.975 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4.1 von 5 Sternen. Firefox gibt's hier schon echt eine Weile für Android und ich bin ganz ehrlich mit Firefox nie so wirklich warm geworden. Ganz anders ist das die Sache bei Firefox Preview. Mit der Entwicklung von richtungsweisenden Webbrowsern kennen wir uns inzwischen ziemlich gut aus. Deshalb freuen wir uns, dir einen Sneak Peek zu unserem neuen mobilen Browser zu geben mit Firefox Preview. Firefox soll ja irgendwann später mal genauso werden wie Firefox Preview jetzt ist. Es ist halt eine Aussicht darauf, was passiert und so weiter. Mit dieser App kannst du unsere neueste und bisher schnellste Version des Android-Browsers testen, der auf GeckoView aufgebaut ist, powered by GeckoView, die Browser-Engine, auf der auch Firefox Quantum läuft. Privatsphäre wird unterstützt, Tracking-Schutz und so weiter, privater Modus natürlich gibt es. Es gibt Sammlungen, ihr könnt Websites in Sammlungen hinzufügen, brauche ich nicht, aber zum Beispiel für eine Reiseplanung könnte man dann sagen, ich packe jetzt alles zu Reiseplanung und Lufthansa-Seite und keine Ahnung was, alles in so eine Sammlung. Brauche ich nicht, wie gesagt. Es läuft, aber es läuft schnell, es unterstützt Android Shortcuts, das heißt, ne, bei unterstützten Launchern und Smartphones, aber ja, Nova Launcher und unter anderem unterstützt das natürlich. Länger draufhalten, dann können wir gleich einen neuen Tab starten und so weiter und so fort. Was mir noch fehlt, ist ein Add-on Store oder so. Also wo ihr zum Beispiel einen Adblocker installieren könnt. Man kann ja heutzutage leider nicht mehr ohne eigentlich. Auch ich habe da natürlich meine Websites, wo ich dann Whitelists hinzufüge. Aber eigentlich möchte man ohne Adblocker sich nicht mehr im Internet bewegen, vor allem nicht mobil. Anderes Thema. Firefox Preview sollte man, wenn man auf der Suche zum Beispiel nicht mit Chrome zufrieden ist oder so, kann man sich das durchaus mal angucken. Das wird sehr nett, meiner Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.